Rasenballsport Leipzig hat sich den Ärger des ÖFB zugezogen. Der deutsche Bundesligist verweigerte dem ÖFB-Legionär Konrad Leimer die Freigabe für den ÖFB-Lehrgang unter Franco Foda, auch ein Einsatz für die U21-Nationalmannschaft wurde verwehrt. Dabei saß der 21-Jährige am vergangenen Wochenende auf der Ersatzbank der Bullen, aufgrund einer Verletzungspause sei er allerdings physisch und mental noch nicht einsatzbereit, argumentierten die Leipziger. Am Donnerstag stand Leimer allerdings bereits auf dem Platz, in einem Testspiel gegen Lubin absolvierte er 73 Minuten. Sportdirektor und Trainer Ralf Rangnick soll sich jedoch bereits im Vorhinein bei der deutschen Bundesliga abgesichert haben, dass er Leimer bei sich im Team behalten darf. Wenn sich ein Spieler noch müde und verletzungsanfällig fühlt und es konsequent so entscheidet, sehe ich das als absolut vernünftig, sagte Rangnick. Neben dem ÖFB dürfte Rangnick auch den französischen Fußballverband verärgert haben. Jean-Kevin Augustin sagte für die U21-Auswahl ebenfalls ab, bestritt allerdings ebenso wie Leimer das Testspiel. Sollten sich die Offiziellen dazu entscheiden, gegen Leipzig Protest aufgrund der Abstellungspflicht einzulegen, könnten beide Spieler für die deutsche Bundesliga gesperrt werden. Deutsche Bundesliga, die Tabelle nach dem 2. Spieltag Platz Dienst. Toredift. 1. Bayern München 26:1562, Wolfsburg 25:2363, Hertha BSC 230364, Borussia Dortmund 24:1345, Borussia Mönchengladbach 23:1246, Werder Bremen 23:2146, FC Augsburg 23:2148-1. FSV Mainz 05:22:1149, Eintracht Frankfurt 23:21310, TSG Hoffenheim 24:40311, Hannover 9:621:10212, Fortuna Düsseldorf 22:3-1113.1. FC Nürnberg 21:2114, RB Leipzig 22:5315, Schalke 04:2144-3016, SC Freiburg 21:5416, Bayer Leverkusen 21:5418, VfB Stuttgart 20:4-40 Werbung.